Servus Leute, Theo hier wieder am Start mit einem neuen Video. Ich habe heute mal ein neues Setup am Start. Ich habe hier einen Tripod, habe ich mir jetzt mal zugelegt, und ein Mikrofon. Das macht allerdings noch ein paar Plop-Geräusche, aber es ist egal. Müsst ihr heute mal ertragen. Und was ich heute machen werde, ich werde euch diesen netten Controller hier mal ein bisschen näher bringen. Ihr wollt wahrscheinlich alle ein bisschen was lernen von mir, ein paar Beatmatch-Tutorials und. Und was dafür wichtig ist, dass ihr wisst, was dieser Controller alles kann und was wozu gut ist. Ich werde jetzt nicht dran lang rumfackeln, ich werde einfach gleich mal anfangen. Ich habe hier die Kopfhörer am Start, weil ich halt noch keinen Ausgang hier hinten habe. Aber das werde ich euch alles nochmal zeigen, gleich im genaueren. Aber jetzt fangen wir erstmal mit dem kompletten Layout hier an. Dazu setze ich mir erstmal meine Kopfhörer schnell auf. Gut, was haben wir hier? Wir haben hier ganz oben die Browse Section. Da haben wir einen Browse Knob, womit wir durch unsere Galerien browsen können. Damit können wir quasi unseren Track auswählen. Mehr müsst ihr darüber nicht wissen, wenn ihr die Videos nur guckt. Wenn ihr selber einen Controller habt, müsst ihr euch das Video sowieso erstmal gar nicht angucken. Wenn wir dann irgendeinen Track ausgewählt haben, den wir gut finden und den spielen möchten, haben wir hier über unseren Channel, über Channel 1, 2, 3 und 4, die Load Buttons. Wenn wir jetzt einen Track haben, den wir spielen wollen, drücken wir einfach nur auf den Load-Button über den jeweiligen Channel, wo wir den rein haben wollen. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Dann haben wir da drunter die Effektzuweiser. Die sagen mir einfach nur, dass diese Effektsektion 1 auf diese auf diesen Channel jetzt geroutet ist. Wenn ich diese Effektsektion, das ist die Effektsektion 2, auch auf den gleichen Channel routen möchte, drücke ich einfach die 2 dazu. Damit kann ich die Effekte zuweisen. Zu den Effekten an sich komme ich gleich nochmal, wenn ich hier auf das Deck an sich eingehe. Gut, darüber haben wir den Gain des jeweiligen Channels. Der steuert einfach nur die Lautstärke. Da muss man drauf beachten, das zeige ich jetzt mal schnell, wie das dann aussehen sollte. Dass die LEDs neben dem Channel immer so im orangenen Bereich bleiben. Wir wollen sie nicht im roten Bereich haben, sonst übersteuern die Boxen. Und wenn wir es zu leise haben, ist doof, weil dann ist es einfach nur zu leise. Also wir möchten die in dem orangenen Bereich haben. Auch vereinzelt darf mal ein rotes dabei sein, aber das ist eigentlich nicht so gewünscht. Gut, haben wir das schon mal geklärt mit dem Gain, Channel Gain. Dann haben wir darunter die Höhen, die Mitten und die Tiefen. Was die machen, sollte eigentlich jeder wissen. Das sind einfach nur die Höhen, die hohen Frequenzen, die mittleren Frequenzen und die tiefen Frequenzen. Und das Ganze geht in einen Minusbereich von minus 26 Dezibel. Es sei denn, man hat natürlich jetzt softwareseitig einen Isolator eingestellt, dann kann man die Höhen komplett killen, die Mitten und die Tiefen. Und wenn man alles komplett gekillt hat, hört man auch hinterher gar nichts mehr. So, dann haben wir darunter den High-Pass und den Low-Pass-Filter. Der kann entweder softwareseitig sein oder auch hardwareseitig, weil dieses Mischpult hat eine besondere Eigenschaft, dass es halt keinen PC braucht. Dann haben wir nur noch den Mixer, ich meine, die Decks funktionieren jetzt nicht. Wenn du den PC nicht hast, aber dann kannst du zwei CD-Player oder zwei Vinyls einstöpseln. Und der Mixer funktioniert trotzdem ohne PC und auch der Filter funktioniert ohne PC. Aber das ist auch alles, was ohne PC funktioniert. Um das halt zu erreichen, hat man hier unten, hier vorne nochmal Einstellungen. Die werde ich euch aber gleich dann nochmal vereinzelt zeigen. Gut, dann haben wir hier die Line Fader. Ist jetzt auch nicht so neu, wozu die sind. Dann die Q-Tasten, die sind einfach nur da, um unter den Kopfhörern vorzuhören, auch wenn der Line-Fader unten ist. Hier ist ein Fader für Sample-Volumen, das ist, wenn man nachher in den Sample-Modus geht und da seine Samples abfeuern will, kann man darüber das Volumen über diesen Channel steuern. Ich allerdings benutze den einfach komplett nie, weil ich mit dem MIDI-JSX auf Traktor unterwegs bin, weil mir das einfach irgendwie besser gefällt. Ich mag es mehr, ich mag die Optik mehr. Es ist übersichtlicher. Ja, kann ja jeder nutzen, wie er will, mit Traktor oder Serato, das ist ja jedem überlassen. Haben wir unten noch den Crossfader, der fadet einfach nur von der Seite A zu Seite B. Und was wichtig ist, damit er funktioniert, muss man die jeweiligen Channel, 1, 2, 3 und 4, auch einer gewissen Seite zuordnen. Das macht man mit diesen kleinen Dingern hier unten. Und da kann man halt einmal nach Seite A zuweisen und nach Seite B zuweisen. Ja, das muss ich eigentlich nicht viel erklären. Wenn ich den Channel 1 auf Seite A zuweise und den Channel 2 auf Seite B zuweise, dann höre ich auf der Seite nur A, also Channel 1, und auf der Seite nur B. Ich kann natürlich auch alle auf A zuweisen, dann höre ich auf B nichts und auf A höre ich beide. So, ist auch nicht schwer. Ja gut, was haben wir noch? Im Mixer haben wir noch den Master Level.
Der steuert einfach nur das Volumen, also der steuert einfach nur die Lautstärke, die dann hinten aus dem Master-Out rauskommt. Und darunter haben wir einen Booth-Monitor, das ist ein ganz tolles Feature bei dem Controller. Wir haben nämlich einen Booth-Out, den ich euch nachher von hinten nochmal zeigen werde, wie der aussieht. Und da können wir unseren Booth-Monitor einfach drüber steuern, die Lautstärke. Und das ist halt der Monitor, der bei uns in der DJ-Booth steht, damit wir einfach selber direkt neben uns hören, was wir gerade machen. Dann haben wir hier den Headphones-Mix. Weiß ich noch nicht, ob ihr den schon kennt. Ich finde den ganz angenehm, wenn man einfach mal nur mit Kopfhörern mixt. Ich zum Beispiel habe jetzt nur die Kopfhörer am Start, weil ich hier, weil ich hier keine Boxen gerade hier habe. Und dann kann ich einfach hier auf den Master Cue gehen und wenn ich den Knob ganz weit zum Master drehe, dann höre ich nur den Master. Und wenn ich ihn zu Cue drehe, höre ich nur das Gecute. Und in der Mitte höre ich einfach beides gleich laut. So viel dazu, sind wir mit dem Mixer fertig, kommen wir zu einem der beiden Decks. Die Decks sind ja nichts anderes als CD-Player oder Schallplattenspieler. Fange ich mal von oben an, wie schon erwähnt, die angesprochene Effektsektion. Da kann ich einen Effekt anmachen, antriggern und mit dem Knob den gewünschten Parameter einstellen und dann weise ich ihm halt einen Channel zu. Und so kann man sich verschiedene Effekte aussuchen und ja, drei Effekte quasi in der Effektsektion 1 gleichzeitig machen und drei in der 2 kann ich quasi sechs Effekte gleichzeitig machen. Dann gibt es aber noch die Ketteneffekte. Da habe ich einen Effekt, den ich dann über alle drei Regler hier steuere und jeweils ein gewisses Feature an- und ausschalten kann von diesem einen Effekt, um halt verschiedene Parameter des Effektes anzusteuern. Das heißt, ich habe hier einen Effekt, den ich modulieren kann mit den drei Potis hier, mit den drei Knobs. Ja, so viel zur Effektsektion. Dann haben wir darunter einen ganz tollen Touchstrip. Damit kann man einfach durch den Track scrollen. Hier ist Track Anfang, da ist Track Ende und wenn man einfach nur über Touch den bedient, kann man einfach durch den Track scrollen. Das ist ein sehr nettes Feature, wenn man mal sehr schnell durch den Track will und nicht alles wie ein Bekloppter hier drehen will. Da sind wir auch schon bei den Jogwheels angelangt. Die sind wirklich sehr schön, muss ich sagen. Die sind schön groß, haben auch einen schönen langen Pitch-Fader dabei, der sehr wichtig ist beim Beatmatchen. Und was man noch sagen muss zu den Jogwheels, die sind touch-sensitive, also so wie ein iPhone-Screen. Der ist nämlich, der reagiert auf elektrische Impulse. Das heißt, ich muss den nur ganz leicht berühren und dann reagiert der schon. Also der hat jetzt kein haptisches, dass man merkt, ich drücke den wirklich runter, da reicht nur eine ganz leichte Berührung und das finde ich einfach nur klasse. Haben wir das schon geklärt mit den Jogwheels? Dann haben wir hier links eine Reihe von Knöpfen, die man eigentlich gar nicht braucht. Habe ich noch nicht einmal in meinem Leben benutzt. Ist einfach nur ein Speedgrid zu justieren, macht aber kein Schwein, also ich zumindest nicht. Dann können wir hier unterscheiden zwischen Deck 1 und zwischen Deck 3. Wie man sieht, das ist ein Vierkanalmixer. Also brauchen wir auch dementsprechend vier Decks. In der Mitte haben wir noch eine ganz tolle Funktion, die nennt sich Dual Deck. Das heißt, man kontrolliert zwei Decks auf einmal, in dem Falle Deck 1 und Deck 3. Und jetzt steuere ich quasi beide Decks über das Deck 3 an. Und jetzt beide Decks über das Deck 1. Benutze ich aber auch so gut wie nie und ja, es hat auch gar nicht so viele Vorteile. Es sei denn, man möchte wirklich mit vier Decks mixen und hat da so, naja, seine Cue-Points gelegt und hat das alles schon so ein bisschen vorab gefertigt. Dann geht das natürlich. Gut, kommen wir hier weiter runter. Hier haben wir den Shift-Button. Der Shift-Button ist eigentlich nur dazu da, dass jeder Knopf und alles, was nochmal ein grau unterlegte Schrift hat, alles, was grau unterlegt, nochmal doppelt beschriftet ist, wie hier bei Effekt Select oder Effekt Mode oder hier steht Tab. Was haben wir noch? Play, Pause, Stutter und hier die Parameter. Alles, was nochmal ein graues Kästchen drunter hat, können wir benutzen, indem wir Shift drücken und dann auf den jeweiligen Button drücken. Dafür. Oh, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Dafür haben wir den Shift-Knopf. Darunter Sync. Der synchronisiert einfach nur die Beats übereinander. Das heißt, man muss nicht mehr Beatmatchen. Ist ziemlich verhasst bei den meisten Leuten. Ist aber meiner Ansicht nach kein schlechtes Feature, weil ab und zu kommt man doch mal in die Not, wenn man mal die Beats nicht übereinander kriegt, weil der Übergang sehr schnell sein muss. Oder weil dich jemand ablenkt, weil du gerade am Auflegen bist und der versucht, dich da alles voll zu quatschen mit sonst einer Scheiße, kannst du Sync benutzen. Kann man mal machen, trotzdem sollte man das Beatmatchen lernen. Weil manche Tracks werden auch von der Software nicht richtig
analysiert. Und das heißt, das Beatgrid ist falsch gesetzt. Da kannst du so viel synken, wie du willst, so viel synchronisieren, wie du willst. Die Software hat halt falsche Informationen und du wirst immer so einen Mischmasch von den Beats rausbekommen. Das wird sich immer scheiße anhören. Deswegen immer Öhrchen benutzen. Das ist ganz wichtig. Ja, Cue-Button muss ich nicht viel zu erzählen. Play-Pause-Button auch nicht. Sollte jedem klar sein. Und dann haben wir hier 8 wunderbare blau beleuchtete Pads. Die haben mehrere Funktionen bei Serato. Bei Traktor haben sie jetzt nicht ganz so viele Funktionen. Ich habe das halt so gemappt, dass ich auf Roll, da habe ich schon einen an, auf Slicer Effekte gelegt habe, beziehungsweise geändert habe. Native Instruments hatte da schon ein paar schöne Effekte dabei, aber ich habe mir da ein paar andere draufgelegt, weil ich nicht mit allen zufrieden war. Aber der wichtigste Modus ist von diesen Pads einfach nur der Hot Cue Modus. Und die sind auch Velocity Sensitive, ich weiß nicht, wie man das sagt, aber je härter man drückt, desto lauter kommt der Ton dann raus, desto härter wird er angetriggert. Das ist eine sehr schöne Sache, vor allem muss man die auch nicht feste drücken, da reicht ganz leicht zu drücken, wenn ihr mal guckt jetzt auf den Levelmeter, ich drücke ganz leicht nur und der nimmt das schon, das ist quasi wie ein Drumpad, das kann man mit der Maschine vergleichen. Und ich glaube, Numark NS7-2 oder so, die haben auch diese Touch-Sensitive-Pads. Mit denen kann man das vergleichen. Das sind jetzt nicht so welche wie bei dem DDJ SB, wo man wirklich runterdrücken muss. Das ist hier echt nett gemacht und das mag ich auch sehr an diesem Controller. Gut, was habe ich noch zu sagen? Die Loop-Sektion, die macht wirklich das, was sie macht. Da haut man den Autoloop rein mit der jeweiligen gewünschten Größe, die man vorher ausgewählt hat. Die kann man einmal hier halbieren und hier verdoppeln. Ich kann leider jetzt nicht in der Software mit schneiden, also ich kann leider nicht die Software mit aufnehmen, weil ich da Probleme habe mit der Software irgendwie. Aber das ist einfach nur das, was man hier mit machen kann. Man kann einen Endpoint setzen manuell, dann einen Outpoint setzen, dann hat man auch den Loop. Und diese 2 Knöpfe sind in Traktor gar nicht gemappt. Die habe ich mir selber auf Beatjump von 32 Beats gemappt. Das ist immer sehr hilfreich, vor allem bei elektronischer Musik, da geht ja alles über 32 Beats, beziehungsweise 8 Bars sind das dann. Ein Video, wenn ihr nicht wisst, was 8 Bars sind oder 32 Beats, ich habe da schon mal ein Video drüber gemacht, wie Songs aufgebaut sind. Checkt das einfach ab, wenn ihr nicht wisst, was das ist. Das hilft auf jeden Fall sehr viel bei elektronischer Musik. Cool, dann haben wir das alles durch. Hier sind nur Effekte drauf und der Sampler, der funktioniert meiner Meinung nach nicht so gut. Der betätigt halt die Remix-Stacks, da habe ich halt einen F1. Aber Remix-Stacks benutzt man eigentlich so gut wie gar nicht, also ich zumindest nicht. Gut, dann bin ich mit diesem Oberflächlichen schon fast fertig. Hier habe ich nur noch einmal den Vinyl-Mode, den habe ich immer an. Das heißt, wenn ich auf die Platte fasse, also auf das Jog-Wheel, dann hält der Track auch an und ich kann so durchscrollen. Wenn ich es jetzt auf Jog-Mode habe, dann kann ich den Track einfach nur anschieben, also Pitch-Benden, indem ich ihn schneller mache oder langsamer. Das kann man im Vinyl-Modus aber auch machen. Das macht man, indem man seitlich anschubst. So kann man den Track auch schneller oder langsamer machen. Das war's ja. Hier, das ist auch noch ein wichtiger Knopf. Das ist der Keylock-Knopf. Und damit kann ich einfach den Key des Tracks gleich lassen. Das heißt, wenn ich die BPM, also die Geschwindigkeit, immer höher mache, ändert sich der Key nicht. Der Key bleibt gleich, nur die Beats werden immer schneller. Also es wird eine schnellere BPM-Anzahl. Wenn ich das deaktiviere, wird nicht nur der Track schneller, sondern auch der Key schneller. Also es wird komplett hochgepitcht. Deswegen habe ich das immer aktiviert, damit der Key nicht geändert wird. So, das war's erstmal oberflächlich zu dem Controller. Da solltet ihr jetzt erstmal ziemlich gut Bescheid wissen. Und ich fange jetzt einfach mal an mit einem Track von mir. Eine kleine Hörprobe, dass ihr mal hört, wie sich so die Frequenzen alles anhört. Ich habe das auch Standard in Traktor und wie sich der Filter davon mal anhört. Ja, und ich kann einmal kurz die Effekte, ein paar meiner Lieblingseffekte hier vorzeigen, falls ihr wissen wollt, was die sind. So, ja gut, dann war es das jetzt auch erstmal. Ich melde mich gleich wieder mit dem Rest des Controllers.
Das war's jetzt erstmal noch zu den Soundproben und jetzt werde ich euch einfach mal das Frontplate zeigen, was man da alles so einstellen kann und dann werde ich euch noch die Ausgänge zeigen. Weiter geht's, kleiner Positionswechsel, kleiner Mikrofonwechsel. Was wir jetzt hier am Start haben, ist einmal die Vorderseite und hier haben wir die 6,3 mm Klinkenbuchse. Kann ich einmal so die 6,3 mm Klinke vor den Kopfhörer reinstecken oder auch die normale kleine Buchse für die Kopfhörer. Hier habe ich für die Kopfhörer den Level, das Level Adjustment, also da kann ich quasi die Kopfhörer lauter oder leiser stellen. Und hier habe ich die ganzen Assignments für die Ausgänge hinten, die ich euch gleich zeigen werde. Also hier kann ich einmal wählen zwischen PC, Mikrofon und CD. Hier zwischen PC, Phono und Line. Phono ist meistens für die Plattenspieler. Und da gibt es auch noch eine Besonderheit hinten, die ihr wissen müsst, wenn ihr den Plattenspieler anschließen wollt. Und das ist auch noch hier Channel 2 und Channel 4 ist genauso. Gibt es halt zweimal verschiedene Mikrofoneingänge, die ich euch auch gleich zeigen werde. Dann gibt es hier die Crossfader Curve. Ganz rechts heißt, dass er sehr variabel ist. Ganz links heißt, dass er linear ist. Nicht ganz variabel, ganz rechts heißt, dass er sehr abrupt endet. Kann ich euch mal irgendwann anders zeigen, ist aber auch nicht so wichtig, das findet ihr schon alleine raus. Die Touch Sensor Level, nie benutzt, nie berührt, nobody gives a shit. Sodala. Jetzt sind wir hinten. Und zwar sind wir hier bei dem Master Out 1, das steht jetzt alles auf dem Kopf, aber sollte man trotzdem lesen können. Das ist ein XLR-Ausgang. Jeder Tontechniker wird euch für diese Ausgänge danken, wenn ihr damit beim Gig seid, weil es einfach viel angenehmer für die ist. Frag mich nicht, wieso. Ist irgendwie besser für die Boxen, besser für das große Mischpult. Ich habe keine Ahnung, aber es mögen die halt lieber. Zur Not geht aber natürlich auch ein Cinch-Ausgang. Dazu muss man sagen, wenn ihr das nicht kennt, die beiden haben alle ein Gegenstück und beim Cinch ist es ganz leicht, da habt ihr ein rotes Gegenstück und ein weißes Gegenstück. Das rote ist für rechte Seite beim Stereo und das weiße ist für die linke Seite beim Stereo-Signal. Oh, jetzt muss man kurz richtig hinsetzen. Booth Out ist auch eine 6,3 mm Klinke, wenn ich mich da nicht irre. Ist einfach nur für einen Booth-Monitor. Habe ich bis jetzt noch nie gebraucht, weil ich noch nie irgendwo aufgelegt habe, wo es wirklich einen Booth-Monitor gab. Aber wenn ihr das braucht, könnt ihr euren Techniker da sagen, die Leute, die da rumlaufen, dass ihr gerne den auch angeschlossen hättet. Hier ist der erste Mikrofoneingang, auch 6,3 mm Klinke. Das ist einfach ein Adapter, den ich hier habe, für eine kleine Klinke von dem Mikrofon, weil ich noch kein richtiges Mikrofon habe. Und hier sind dann die Eingänge, einmal für CD, Phono und Line. Hier auch wieder für Phono und Line und wieder für CD. Dann müsst ihr aber gucken, was ihr habt, ob ihr einen Schallplattenspieler habt oder ob ihr einen normalen CD-Player habt. Und dann steckt ihr einfach nur die Cinch-Kabel rein und wählt vorne euren Ausgang aus. Und was noch wichtig ist zu beachten ist, dass wenn ihr einen Plattenspieler habt, müsst ihr diese Schraube locker drehen, ein bisschen, und das Erdungskabel von dem Schallplattenspieler da drunter klemmen und wieder zurück machen. Das ist einfach ganz wichtig. Wieso weiß ich auch nicht, weil ich keinen Schallplattenspieler habe, aber ihr solltet es einfach wissen, dass es halt extrem wichtig ist, dass ihr das habt. Ja, hier ist dann nochmal der XLR-Mikrofoneingang und hier haben wir noch einen USB-Eingang und einen Power-Eingang und den An- und Ausknopf. Mehr haben wir von der Rückseite auch nicht und das war es eigentlich auch erstmal. Ich zeige euch nochmal das ganze Gerät von oben in seiner Pracht, in seiner Größe. Ich meine, das ist ein Unterarm von mir. Das kann man ja über das Internet immer schlecht sehen, wie groß das wirklich ist. Also es ist ungefähr anderthalb Unterarme von mir. Und ich bin nicht gerade der Kleinste, also das ist wirklich schon ein Riesending und es ist auch super schwer, aber macht natürlich einen sehr tollen Eindruck, macht auch sehr viel Spaß damit was zu machen und es ist einfach wirklich, man hat das Gefühl, man ist wirklich einem normalen Mixer und normalen CD-Spielern ziemlich nah. Und das war's dann jetzt auch schon von dem Review von heute. Ich würde mich natürlich nochmal über ein paar Kommentare wünschen, über was ich besser machen könnte, was ich lassen sollte und all sowas. Ein bisschen konstruktive Kritik und vielleicht noch einfach mal ein paar Vorschläge, was ich sonst noch für Videos machen sollte. Dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns die Tage. Bis denn und tschaußen.